Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Der Haushaltsentwurf des Bundesinnenministeriums weist wieder Rekordzahlen auf. Er steigt um 720 Millionen Euro auf rund 15,3 Milliarden Euro. Der Haushalt spiegelt fünf wichtige Kernbereiche für unser Land wider. Und mit diesen fünf Kernbereichen möchte ich mich in aller Kürze beschäftigen. Das erste Kernthema ist die Stärkung der inneren Sicherheit. Deutschland, liebe Kolleginnen und Kollegen, gehört zu den sichersten Ländern der Welt. Und die Politik der letzten Jahre hat dazu beigetragen, dass wir Deutschland noch ein Stück sicherer gemacht haben. Das hat vor allem die Gründe im Personalaufwuchs, in der Ausweitung der Befugnisse für unsere Sicherheitsbehörden, aber auch in der tatsächlichen Ausstattung. Und es drückt sich aus in Folgen, die unbestreitbar sind, nämlich in der objektiven Kriminalstatistik. Wir haben bei der Zahl der Straftaten den niedrigsten Wert seit Anfang dieses Jahrhunderts. Und wir haben die höchste Aufklärungsquote seit dem Jahre 2005. Nie war die Aufklärungsquote von Straftaten in unserem Lande höher als jetzt. Und dafür möchte ich unseren Sicherheitsbehörden herzlichen Dank sagen. Es gibt zwischendurch leider immer wieder im Einzelfall schreckliche Verbrechen, wie zuletzt auf dem Bahnhof in Frankfurt. Und wir werten all diese Verbrechen aus und versuchen, wo immer es geht, noch weitere Verbesserungen in der Prävention zu tätigen. Deshalb auch gestern ein Spitzengespräch mit dem Verkehrsminister und der Deutschen Bundesbahn. Und wir werden heute auch die Ergebnisse im Einzelnen veröffentlichen. Eine Lage, die ich heute ansprechen möchte, weil sie für die Haushaltsberatungen von höchster Bedeutung ist. Wir hatten jetzt ein größeres Sicherheitsgespräch mit unseren Sicherheitsbehörden. Und ich muss dem Parlament mitteilen, dass neben der Gefährdungslage beim islamistischen Terrorismus, wo die Gefährdungslage nach wie vor hoch ist, trotz dieser guten allgemeinen Kriminalstatistik, ein zweiter Bereich sich herausgebildet hat, den wir jetzt auch einstufen in die Gefährdungslage hoch. Das ist die Gefährdungslage durch den Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus. Auch dort ist höchste Sorgfalt, höchste Aufmerksamkeit geboten. Wir ergänzen deshalb das Bundeskriminalamt und das Bundesamt für Verfassungsschutz mit neuen Einheiten, die sich speziell auf diesen Komplex konzentrieren. Und ich bitte jetzt schon darum, im Rahmen der Haushaltsberatung dafür uns auch die notwendige Mittelausstattung, insbesondere die Planstellen, zur Verfügung zu stellen. Das sind nicht 10 Planstellen, es sind auch nicht 30, sondern da geht es in die Hunderte, wenn wir eine wirksame Gefahrenabwehr in unserem Lande für den Rechtsextremismus und den Rechtsterrorismus haben wollen. Darum bitte ich Sie. Der zweite Kernbereich ist die Steuerung der Migration. Wir haben jetzt im zweiten Jahr in Folge einen deutlichen Rückgang der Asylanträge. Das gilt auch für dieses Jahr. Und wir liegen mit hoher Wahrscheinlichkeit, mit höchster Wahrscheinlichkeit auch Ende des Jahres weit unter dem Korridor, den wir in der Koalition vereinbart haben, 180 bis 200.000. Wir haben die Asylverfahren deutlich beschleunigt. In den Ankerzentren liegt sie mittlerweile unter 2 Millionen, das 2 Monate. Das ist ein hervorragender Wert für die Bearbeitung so schwieriger Sachverhalte. Und da möchte ich auch dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge danken. Sie wissen, dass das über weite Strecken meiner Amtszeit immer eine Behörde war, die in der Diskussion war. Aber sie ist konsolidiert und liefert hervorragende Arbeit ab. Was steht hier an? Wir brauchen dringend, wenn jetzt die neue Kommission im Amt ist, eine gemeinsame europäische Asylpolitik. Der Migrationsdruck von allen Seiten ist nach wie vor hoch.
Ich bin der Kanzlerin dankbar, dass sie gestern mit dem türkischen Präsidenten telefoniert hat wegen der Situation Türkei und Griechenland. Wir haben vom Süden her aus Afrika nach wie vor einen beachtlichen Migrationsdruck. Und deshalb ist es wichtig, das können nur die Europäer gemeinsam lösen, wenn wir dieses gemeinsame europäische Asylsystem bekommen. Auf nationaler Ebene haben wir ein beachtliches Migrationspaket mit 8 Einzelgesetzen verabschiedet, das den Ländern viele Möglichkeiten gibt, jetzt die Migration zu steuern, zu ordnen und Personen, die keinen Schutzstatus haben, auch wieder in ihre Herkunftsländer zurückführen. Wir unterstützen die Länder sehr stark durch die Bundespolizei, durch die Passersatzbeschaffung, durch direkte Kontakte mit den Rückführungsländern. Aber ich möchte hier heute auch an die Länder appellieren. Sie sind zuständig für die Rückführung und Sie müssen jetzt auch die rechtlichen Möglichkeiten nutzen, die der Deutsche Bundestag Ihnen jetzt einräumt. Ein besonderes Thema, ganz schwieriges Thema ist die Seenotrettung. Ich denke, wir müssen nicht darüber diskutieren, dass wir Menschen vor dem Ertrinken retten. Aber wir wollen ein Regelverfahren, das diese erbärmlichen Zustände der letzten Monate vermeidet. Ich habe gestern mit der italienischen neuen Innenministerin gesprochen. Sie wird nächste Woche nach Berlin kommen, damit wir dieses Thema weiter vorbereiten. Die Schwierigkeit liegt ja darin, auf der einen Seite Menschen vor dem Ertrinken zu retten, auf der anderen Seite kein Anreizsystem zu etablieren für die Schleuserbanden, die dann möglicherweise sich ermutigt fühlen, noch mehr Boote auf das Meer zu setzen. Diese Sache müssen wir lösen. Das ist ein schwieriger Sachverhalt. Aber ich möchte, dass wir mit einigen Staaten, insbesondere auch mit Frankreich, Italien, Malta, diese Thematik lösen. Es wird dann am 23. September auf Malta eine Konferenz stattfinden mit der Präsidentschaft Finnland, mit den Franzosen, mit uns, mit den Italienern, Maltesern, um einen Vorschlag für den EU-Rat zu erarbeiten. Ein ganz wichtiges Thema, Ordnung einerseits und auf der anderen Seite Humanität. Der dritte Kernbereich unseres Ministeriums ist die Cybersicherheit und digitale Gesellschaft. Hier haben wir einen hohen Standard in der Cyberabwehr. Es gibt ja täglich Cyberangriffe auf verschiedene Institutionen, die wir alle miteinander beherrschen. Wir bauen ja gerade dieses nationale Cyberabwehrzentrum auf. Auch das hat personelle Erfordernisse und das läuft sehr gut. Wir werden in Kürze das Parlament beliefern mit einem IT-Sicherheitsgesetz 2.0. Die Dynamik in diesem Bereich und die Geschwindigkeit ist unheimlich groß, sodass man hier immer wieder nachsteuern muss, auch die rechtlichen Grundlagen, um jenen Herr zu werden, die das Internet für ihre rechtswidrigen Zwecke nutzen. Übrigens auch mit den Hassparolen, die wir verstärkt angehen wollen. Gemeinsam mit den Ländern wird der Bund die digitale Gesellschaft organisieren in der öffentlichen Verwaltung. Wir werden bis 2022, wie im Kabinett beschlossen und der Öffentlichkeit versprochen, ein Bürgerportal schaffen, Bund und Länder gemeinsam, wo 575 Verwaltungsdienstleistungen digitalisiert werden und der Bevölkerung angeboten werden. Viele Behördenwege werden sich dann als überflüssig herausstellen. Und ich glaube, das ist eine echte Dienstleistung für unsere Bürgerinnen und Bürger. Das vierte Stichwort heißt Bauen und Wohnen, der vierte Kernbereich unseres Hauses. Wir haben als Bundesregierung insgesamt, auch mit Unterstützung eines Wohngipfels, in dem die Länder und Kommunen mitgewirkt haben, ein Wohnungsbauprogramm aufgelegt, wie es in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland noch nie gab. Ich nenne nur die Stichworte, die Sie alle kennen. Baukindergeld, bisher 120.000 Anträge, das heißt etwa 400.000 betroffene Personen von Familien. Wir haben den sozialen Wohnungsbau jetzt im Jahre 2020 und 2021 ermöglicht durch eine Grundgesetzänderung. Das muss man den Ländern immer wieder sagen. Hier plagt mich die Sorge, dass die Länder möglicherweise, jedenfalls manche, diese Gelder nicht einsetzen für den sozialen Wohnungsbau.
und andererseits ja auch viel zu schwach selbst mit Einsteigen im sozialen Wohnungsbau. Das gilt nicht für alle Länder, aber durchaus für eine beachtliche Zahl. Und deshalb auch hier der Appell an die Länder. Wir brauchen zusätzliche Wohnungen, wir brauchen für die Sozialbedürftigen diese Wohnungen. Und das kann nur gelingen, wenn Kommunen, Länder und Bund zusammenwirken. Der Bund hat deshalb das Grundgesetz geändert. Der Bund hat deshalb fürs Jahr 2020 eine Milliarde zusätzlich zur Verfügung gestellt. Und das zeigt, dass wir diese Wohnungsbauproblematik sehr ernst nehmen. Wir setzen die Städtebauförderung fort auf Rekordniveau. Wir haben eine Wohngeldnovelle verabschiedet für schwache Einkommen, die am 1. Januar in Kraft treten wird, die auch die Zahl der Wohngeldempfänger deutlich erhöht. Wir haben eine steuerliche Sonderabschreibung geschaffen für den Wohnungsbau, um ein bezahlbares Mietsegment zu schaffen. Wir arbeiten sehr stark daran, das ist die Kompetenz jetzt des Finanzministers, dass wir für die Bediensteten des Bundes Wohnungen bauen, insbesondere für Polizei und Zollbeamte. Und wir werden in diesem Jahr noch eine Novelle zum Baugesetzbuch vorlegen, nachdem jetzt ein Jahr eine Kommission getagt hat mit Ländern, mit Bund, mit der Wohnungswirtschaft, wo wir das Baugesetzbuch so verändern, dass es billiger gebaut werden kann, dass schnellere Baugenehmigungen erteilt werden. Das ist ja auch etwas, was die Bürgerschaft von uns erwartet. Ich darf insgesamt sagen zu diesem Komplex, die Bauwirtschaft läuft auf Hochtouren. Und da wird ja oft gesagt, ja gut, weil die Preise angezogen haben. Aber ich kann dem Parlament sagen, die Kapazitäten in der Bauwirtschaft sind ausgeweitet worden. Die Zahl der Beschäftigten jüngst um 3% gesteigert worden. Das heißt, die Bauwirtschaft hat auch Vertrauen in die Verlässlichkeit unserer Maßnahmen und erhöht die Kapazitäten und die Arbeitsplätze. Ich darf hier vor dem Hintergrund mancher Diskussionen noch mal jedenfalls für uns sagen, dass die Wohnrauminvestitionen noch immer der beste Mieterschutz sind. Nichts ersetzt den Mieterschutz so stark. Zum Klima in dem Zusammenhang nur ein Wort. Die Gebäude und die Gebäudesanierung kann natürlich und wird einen großen Beitrag liefern können zum Klimaschutz. Ich werde dem Klimakabinett vorschlagen, die energetische Gebäudesanierung, weil hier die höchste Effizienz zu erzielen ist mit relativ überschaubaren Mitteln. Und das ist ein gutes Beispiel, wie man Klimaschutz einerseits und wirtschaftliche Belange, nämlich Investitionen andererseits, gut miteinander verbinden kann. Letztes Kernthema meines Hauses ist die Heimat- und Strukturpolitik, wo ja lange immer wieder die Frage gestellt worden ist, was tun die da eigentlich? Die kann ich wunderschön beantworten. Herr von Notz, Sie haben wahrscheinlich gar nicht die Zeit, das alles zu lesen, was dort erarbeitet wurde. Und ich bin ganz sicher, dass Sie es noch nicht gelesen haben. Das hat ja dieses Thema zwei Eckpfeiler, nämlich Zusammenhalt der Gesellschaft einerseits und die stärkere Förderung der strukturschwachen Regionen. Viele Regionen, die für ihre Strukturschwäche gar nichts können, weil sie einem scharfen Strukturwandel unterlegen sind. Aus Zeitgründen nenne ich nur staccatoartig unseren Sport, 245 Millionen im Haushalt. Ich habe begonnen mit 165 Millionen. Das heißt, wir nehmen auch diese Integrationsaufgabe des Sportes wichtig, die der Sport in unserer Gesellschaft erfüllt. Wir fördern ja auch den Spitzensport. Und ich kann sagen, der Spitzensport hat eine wunderbare Vorbildfunktion für den Breitensport. Deshalb ist das eine gute Anlage. Wir haben gestern von der Kanzlerin gehört, wir errichten eine Stiftung Ehrenamt. Das ist ein ganz starkes Signal gegenüber den Menschen, die sich im Ehrenamt engagieren. Das sind Millionen in Deutschland. Und ich habe eine sehr erfolgreiche Islamkonferenz durchgeführt, um auch die Debatte mit diesem Bereich im Sinne von Zusammenhalt in unserer Gesellschaft zu versachlichen.
Wir betreiben eine sehr aktive Strukturpolitik. Ich will Ihnen jetzt nicht alle Behörden, Institutionen und Einrichtungen aufzählen, die wir mittlerweile schon in die Fläche verlagert haben, zum Beispiel aus meinem Bereich das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das sitzt in Bonn. Und eine neue Stelle haben wir in Freital im Freistaat Sachsen errichtet mit 300 Beschäftigten. Das sind ganz aktive Zeichen, dass die öffentliche Hand mit gutem Beispiel vorangeht, wenn es darum geht, Arbeitsplätze in diese Regionen zu bringen. Ich danke meinen Mitarbeitern im Hause. Es sind 80.000 mit 20 nachgeordneten Behörden, die eine wirklich gute Arbeit machen. Ich danke den Haushältern insbesondere, die uns wahrscheinlich in den nächsten Wochen wieder sehr barmherzig behandeln werden, dem Abgeordneten Gerster und Göhler und den Kollegen Rehberg und Kars und allen Berichterstattern der Oppositionsfraktionen. Meine Erfahrung bisher war, dass wir uns immer bei der Gestaltung des Haushaltes in der Umsetzung für die Schlussberatung sehr vernünftig auf Kompromisse verständigt haben. Ich darf Ihnen sagen, ich bin jetzt fast auf den Tag genau 1,5 Jahre Bundesinnenminister und es macht große Freude, dafür zu arbeiten, dass unser Land noch ein Stück sicherer und lebenswerter wird. Ich danke. Jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Dr. Gottfried Curio, AfD.